Ich habe eine Anzeige dazu gesehen, dachte mir schon, das ist das, was ich immer schon machen wollte und jetzt habe ich die Chance dazu, dann ergreife ich auch die Chance. Wenn ich abends die Klinik verlasse und von etlichen Patienten ein Dankeschön gehört habe, dass ich mir die Zeit für sie genommen habe. Dass ich meine Zeit sinnvoll nutzen kann und den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Hallo, ich heiße Lena. Und ich bin Benni. Und das ist die Ehrenamtagentur in Essen. Wir wollen euch heute zeigen, was hier gemacht wird und wer hier arbeitet. Komm, wir gehen rein. Yep. Hallo. Hi. Wie heißt du? Hi, ich bin Simon. Was sind deine Aufgaben hier? Ich berate Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen in Essen. Was wünschst du dir für die Zukunft bei der Ehrenamtagentur? Ich wünsche mir, dass Menschen aus Essen, die mit dem Gedanken spielen, sich zu engagieren, den Weg zu uns finden, und zwar jeden Tag mehr. Bist du die Leiterin der Ehrenamtagentur? Ja, Lena, das bin ich. Mein Name ist Janina Krüger und ich leite die Ehrenamtagentur seit 10 Jahren. Wie viele Menschen habt ihr vermittelt? Oh Lena, seit 10 Jahren haben wir über 7.000 Menschen langfristig ins Ehrenamt vermittelt und im Moment pflegen wir 1.700 Menschen aus Essen, die sich ehrenamtlich betätigen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Was ist das Wichtigste, was du unseren Zuschauern sagen möchtest? Ehrenamt macht glücklich, sowohl für die, die helfen, als auch die Menschen, denen geholfen wird. Aber ich finde, ihr solltet einfach die Ehrenamtlichen selber befragen. Okay, machen wir das mal. Ich betreue eine Gruppe von älteren Menschen bei einer Schlagerrunde. Was ist für dich das Wichtigste an deinem Ehrenamt? Zu sehen, dass diese Menschen sich an die Lieder ihrer Jugend erinnern können, obwohl sie bestimmt seit Jahren nicht mehr gehört haben. Welches Ehrenamt führst du aus? Ich arbeite bei den Sprachpartnerinnen in Altendorf. Das Wichtigste ist zu sehen, wie sich diese Frauen, die eigentlich nie vorher Kontakt mit Deutschen gehabt haben, immer mehr öffnen und immer freier werden. Dankeschön. Neben mir steht Rebecca Witt. Sie beteiligt sich ehrenamtlich am Projekt 1770. Wie lange bist du schon dabei? Ich bin seit Anfang 2013 dabei. Meine Aufgabe ist es, ein bisschen Abwechslung in den Alltag der Bewohner zu bringen, mit denen zu spielen, vielleicht auch mal eine Runde rauszugehen. Wen besuchst du heute? Heute besuche ich die Frau Gurski. Ich unterhalte mich gerne mit ihr. Ich stelle sie euch einfach mal vor. So, kann jetzt losgehen. Bekommst du viel Besuch? Ach, eigentlich nicht, aber meine Söhne, die kommen, wenn sie Zeit haben, weil sie arbeiten müssen, Wechselschicht haben, dann, wenn es die Zeit erlaubt, dann kommen sie. Wie lange lebst du hier schon? Ungefähr 1,5 Jahre. Was macht ihr am liebsten? Naja, wenn das Wetter es zulässt, gehen wir hier ein bisschen raus spazieren oder wir unterhalten uns. Wie verbringt ihr beiden eure Zeit? Wir treffen uns so einmal die Woche, ne Justin? Und dann fahren wir Motorrad, fahren Fahrrad, gehen Klettergarten oder wir chillen einfach nur so rum. Uwe, wie bist du zum Paten gekommen? Tja, das war eigentlich ganz einfach. Ich wurde in diesem Jahr pensioniert. Ich war Polizist, 44 Jahre. Und der Polizist ist ja Freund und Helfer. Und weil ich gerne helfe und Menschen mag und besonders Kinder, habe ich mich hier für dieses Projekt beworben. Dankeschön für das Interview. Tschüss. Die beiden haben ganz schön viel Glück. Ja, ich wünsche mir auch einen Paten. Das ist echt ein wichtiges Projekt für die Kinder in Essen. Eigentlich sollte das viel mehr unterstützt werden. So wie alle Projekte der Ehrenamtagentur. Also ich finde es toll. Ich auch. Also Leute, macht was draus. Jep, überlegt euch, was ihr für Essen tun wollt.